Ich finde Glaube total wertvoll, weil ich glaube, dass es Identität in Menschen reinsetzt und weil es ganz viel Hoffnung und Sinn in dem Leben geben kann. Das hat es bei mir auch getan. Ich erlebe das bei vielen jungen Menschen, die ich begleiten darf, auch bei vielen alten Leuten. Und das ist was super Wertvolles. Ich glaube, das ist ein Schatz, den man finden kann, den kann man nicht aufzwingen. Aber von Herzen gerne erzähle ich von meinem Glaubensweg, weil mir das total geholfen und mich total getragen hat. Und gleichzeitig ist es mir aber auch wichtig, dass wir grundsätzlich die Stimme, die wir haben, so einsetzen, dass wir anderen Menschen Gutes tun können und in der Gesellschaft nachhaltig was bewirken. Und deswegen rede ich auch ganz viel über gesunden Social-Media-Konsum und Umgang mit den Medien. Das ist einer meiner Schwerpunkte und der andere ist generationenübergreifendes Arbeiten und Förderung der jungen Generation, wie wir mit Menschen nachhaltig gestalten können. Und das ist ein großes Privileg, dass ich das im Rahmen von dieser Miss Germany und Gnadau-Thematik, wo ich in beiden Räumen arbeiten darf, machen kann.